Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Die Verwinzungen entstehen und sie werden entstehen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Und das bin ich. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich will sofort zum Bericht! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Dann entlösen wir die Westfront. Dann soll die Armee kehrt machen! Die Luftwaffe vom Grund auf umkrempeln und den letzten Mann dafür einzusetzen. Das ist unsere Pflicht. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ist Verrat gegen die Natur. Deadly force is authorized. Sofort! Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Ich glaube, als dafür müsste man ihn auf die Bank bringen. Fair, ja. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, wäre das ein großes Zeichen. Was hat er denn gemacht? Nikolai! Dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. On me! I'm dry! Verstärke! Ja! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Sofort! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Aber dafür sind die jungen Leute doch immer. Gun down! Ist das Feindliche! Frank on standby. Dass wir noch über derartige Reserven hat Verrat geübt. Das ist nicht bloß Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Wir können den Kopfhörer gegen den Lüfter. Was sollen Sie wissen? Sie können fähigen. Entsuchen Sie ihn! Sie ist ohne Ehre! Ausgerottet wird. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwindet. Ich bin das letzte Bollwerk der Gedichte. Hostiles have destroyed your UAV. Let's go, let's go. Ein paar Vanille von uns! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ihr Stöckchen in der Mitte ist! Ich hab's selbst daran getan! Und darin alle Hörer-Offiziere registriert haben, bin stark!
der Eitel daran hindern, selbstständig zu denken. Holen Sie mir Fegelein! Zeitpunkt ist da, wir sind nicht mehr. Was soll denn das heißen? Wenn wir uns hier aufgeben, das ist undenkbar. Holen Sie mir Fegelein! 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 Wir müssen jetzt handeln! Ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig? Ganz genügend Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Wer für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus! Wieder verreistiger Treue und ein Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreister, Verstager! Ganz ich will Finger sehen! Sofort! Sie haben es doch selbst gehört, wenn Sie führen. Tun Sie, was Sie wollen, das war ein exakter Wort. Sie schauen vor! Lightning Strike! Ja, prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Lightning Strike Coordinate received inbound. Wenn das sich ohne Befehle kann, dann ist das Wahnsinn. Wenn der Ausbruch erfolgreich sein soll. Der Angriff steigert sein Befehl! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Von allem Anfang an bin ich verraten und betrogen worden! That's a kill! Alle diese Arbeiter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt. Gentlemen, that was textbook. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie ihren Erdbinkel. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! 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 Das ist der schlimmste Verrat von allen! Die Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag verwenden. Tun Sie, was Sie wollen, das war ein exakter Wort. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Shut up! Securing. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Deutsche Volk. Bravo, lockdown. We've pulled forward. Jeder hat mit Belogen zu deinem Verschleiß. Die gesamte Generalität ist den Zweiten als ein Haufen. I've got you. Junge Messeber! Bravo! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert, war ein Befehl! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Und